Halloalli, heute gibt es überbackene Hackfleischbällchen mit kleinen Cocktailtomaten und Mozzarella. Und dazu kann man dann noch ein bisschen Reis oder frisches Brot servieren. Für die Hackfleischbällchen habe ich mir 500 Gramm gemischtes Hackfleisch besorgt. Dann kommen noch dazu zwei Zwiebeln, die habe ich schon fein geschnitten. Und zwei Knoblauchzehen, die sind auch fein geschnitten. Zwei Teelöffel Oregano. Dann habe ich hier hinten noch 6 Scheiben Brot. Die werde ich gleich mit der Sahne einweichen. Pfeffer, Salz und Öl natürlich. 2 Kugeln Mozzarella und natürlich Cocktailtomaten und etwas Basilikum. Als erstes gebe ich dann die Sahne über die Toastbrotscheiben und das Ganze kann dann erstmal so 10 Minuten schön ziehen. Da sollte überall so ein bisschen dran sein. Und dann stelle ich das jetzt erstmal beiseite. Als nächstes kommt ein bisschen Öl in die Pfanne. Das lasse ich kurz heiß werden und gebe dann die Zwiebelchen und auch den Knoblauch gleich rein. Einmal ein bisschen durchrühren und dann auf kleine Flamme stellen. Das soll also wirklich nur blasig werden. Und wenn sie dann anfangen blasig zu werden, dann stelle ich einfach die Flamme aus und lasse es einen Moment noch so ziehen. Die brauche ich erst später. Jetzt kann dann das Hackfleisch in einen großen Topf oder in eine große Schüssel. Da gebe ich dann die angeschmorten, glasigen Zwiebelchen und Knoblauch dazu. Dann kann auch das Brot damit rein. Dann, das habe ich vorhin vergessen zu sagen, natürlich auch noch 2 Eier. Ja, die braucht man einfach, das gibt so ein bisschen Halt. Und Oregano. Und das Ganze jetzt richtig schön durchmischen. Und wenn ich das dann einmal grob durchgemischt habe, dann gebe ich auch noch Pfeffer und Salz dazu. Und dann richtig gut fein durchmischen, dass also keine einzelnen Bestandteile mehr sind. Wenn das Fleisch und die anderen Zutaten richtig schön vermengt sind, dann kann man auch anfangen, kleine Fleischbällchen davon zu drehen. Ja, die sollten so wie eine Walnuss so in etwa so groß sein, vielleicht ein bisschen größer. Sollten so 20, 25 Stück rauskommen. Mal sehen, ob ich das hinkriege. Ja, letztendlich sind es jetzt 25 Stück geworden. Ich werde die jetzt erstmal so ein bisschen im heißen Öl nochmal einmal scharf anbraten und dann kommen sie auch schon in den Bräter bzw. in die Auflaufform. Dafür mache ich mir natürlich wieder ordentlich Olivenöl heiß. Dann gebe ich die Hackfleischbällchen ins heiße Öl. Und lasse die dann einmal richtig schön scharf anbraten. Zwischendurch dann mal drehen. Ja, die kriegen hier schon so ein bisschen Farbe, so soll es aussehen. So, die Hackbällchen haben jetzt ringsrum überall so ein bisschen schön Farbe angenommen. Jetzt können sie dann also auch in den Bräter rein. Die werden dann einfach so im Bräter verteilt. Ja, das Fett ein bisschen ablaufen lassen. Macht aber auch nichts, wenn ein bisschen damit rankommt. Dann die Tomaten und den Mozzarella darauf verteilen. Ich habe mir hier die Tomaten nochmal gehäutet. Habe ich leider vergessen aufzunehmen. Aber das ist wirklich ganz einfach. Tomaten unten ein klein bisschen einritzen. In kochendes Wasser geben. 20 Sekunden, 30 Sekunden. Muss man immer mal gucken, wie groß die Tomaten sind. Und dann mit kaltem Wasser abschrecken, über dem Sieb abtropfen und dann kann man die richtig aus der Pelle so rausschlüpfen lassen. So, und jetzt noch ein bisschen Mozzarella. Kann ruhig auch so ein bisschen dazwischen gedrückt werden. Und dann noch ein bisschen Pfeffer. Und natürlich noch ein bisschen Salz. Ja, die Tomaten, die sind ja völlig ungewürzt. Ein bisschen Salz tut da immer ganz gut. So, und dann kann das Ganze jetzt in den Backofen. Der Backofen hat jetzt 200 Grad. Da kann das Ganze jetzt rein, wenn man das mit Heißluft macht, dann entsprechend ein bisschen weniger Temperatur einstellen. Das bleibt jetzt etwa eine halbe, dreiviertel Stunde drin, da muss man dann mal schauen. So, jetzt nach gut 40 Minuten kommt das Ganze dann auch raus. Sieht sehr gut aus, ist auch schön saftig. Und ich werde das jetzt servieren. Da kommt jetzt nur noch ein bisschen Basilikum oben drauf.
Das zupfe ich hier so ein bisschen klein. So, und dann noch so ein kleiner Stiel in die Ecke. Hier können wir auch noch einen reinmachen. Das schmeckt nämlich ganz gut dazu. Ja, dann kann man sich auch noch ein bisschen geriebenen Käse, Parmesan in diesem Falle, drüber machen. Ich reiche dazu heute ein bisschen frisches Brot. Das passt aber auch prima Reis oder was auch immer man gerne dazu essen mag. Ich wünsche jedenfalls viel Spaß beim eventuellen Nachmachen. Einen guten Appetit und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss!